Hallo liebe Eisenbahnfreunde, heute begrüße ich euch einmal im Dunkeln. Ganz einfacher Grund, ich habe die Bahnhofsbeleuchtung angeschlossen. Wie man sieht, ist der Bahnhof also jetzt auch schön beleuchtet und strahlt dann hier in die Bahngleise hinein. Wunderbar. Das war das Werk der vergangenen Tage. Ich leuchte euch das noch einmal ganz kurz mit der Taschenlampe nach. Dort sieht man also jetzt auch den Bahnhof. Das nächste, was ich machen möchte, ist die Beleuchtung des Dorfes. Dazu werde ich die Häuser abnehmen, mit einem entsprechenden langen Bohrer durchbohren und dann die Lampen einbauen und unterhalb der Platte die Verdrahtung vornehmen. Wenn es euch interessiert, dann kommt jetzt einfach mal mit. Ich gehe mit euch unter die Platte und zeige euch mal die Verdrahtung des Bahnhofs. So, wir befinden uns unterhalb der Platte. Hier sind die einzelnen Kabel der Bahnhofslampen, der Bahnhofsbeleuchtung, ja, die sich dann hier in Plus und Minus wieder treffen und über die Verteiler an die einzelnen Lampen verteilen. Wie ihr seht, führen die Kabel weiter unter der Platte. Die blauen Kabel sind Weichenkabel. Das rot-schwarze Kabel ist ein Fahrstromkabel. Und die gelb-braunen Kabel sind die Lichtkabel. Ich habe drei Stromkreise ausgewählt. Ein Fahrstrom, ein Lichtstromkreis und ein Stromkreis für die Weichen, die unabhängig dann voneinander arbeiten. Und so beeinflussen die Weichen nicht den Fahrstrom. Und ich kann das alles einzeln bedienen und steuern. Ja, so sieht es unterhalb der Platte auf. Einigermaßen aufgeräumt. Geht auch alles schöner. Aber so komme ich erst einmal klar. Ja, und dann geht es hier hinten. Geht es dann um die Ecke weiter. Und dann sieht es auch ein klein wenig wüster und wilder aus, was die Kabel anbelangt. Da muss ich noch mal ganz gewaltig aufräumen. Aber alles hat seine Zeit und auch das wird kommen. Jetzt möchte ich erst das Dorf fertig machen. Ich mache mich mal an die Arbeit und zeige euch dann das Ergebnis. Bis dahin, macht's gut, euer Mickey Train und gute Fahrt. Tschüss.